Eines der Mädchen in diesem Bootcamp in Utah ist der britische Teenager Vicky Pollard. Vicky hatte schon immer Probleme mit dem Gesetz. Ihre erste Anklage wegen bewaffneten Überfalls hatte sie mit 2 Jahren. Vicky Pollard, versuchst du etwa abzuhauen? Nein, aber ja. Aber nein, aber ja, aber... Nein, aber ja, eigentlich nicht, denn weil das, was hier passiert ist, weiß ich gar nicht drüber, weil ich gar nicht dabei war. Weil ich war voll fest am Schlafen, als ich plötzlich so einen kleinen Vogel hörte, so als würde er in einem Zaun festhängen oder sowas. Also bin ich hier hoch, um ihn zu retten und bin hier hängen geblieben, aber das ist voll typisch für mich. Weil ich nämlich echt alles für Tiere tue, weil ich sie total liebe. Und damals die Strafe wegen Tierquälerei, das war nur, weil ich Bethany Rays Hamster an eine Rakete gebunden und angezündet habe. Und sie ruft gleich die Polizei und sagt, ich habe ihn umgebracht, aber sie haben nie die Leiche gefunden, also gibt es gar keine Beweise für Hamstermord. Wir nehmen Fluchtversuche bei uns sehr ernst, Vicky. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass Sie das gerade gesagt haben. Ich habe nie versucht zu flüchten oder so. Ich finde es hier nämlich total schön. Sie sind immer voll nett und kümmern sich um uns und sorgen dafür, dass wir brav und sauber sind. Deshalb beobachten Sie uns wahrscheinlich auch immer unter der Dusche. Wir holen dich jetzt darunter und dann bringe ich dich sofort zum Direktor. Gut, gut, weil zu dem wollte ich sowieso, denn ich werde den Laden hier voll verklagen, weil dieser doofe Stacheldraht total meine Leggings zerrissen hat. Dir ist doch wohl klar, dass durch deinen Fluchtversuch deine Strafe nochmal um 6 weitere Monate verlängert wird. Das ist mir doch egal. Du wärst sonst morgen entlassen worden, Vicky. Dazu fällt mir jetzt nichts mehr ein.